Helten Motorshop, dein Spezialist für den Offroad-Sport. Jetzt noch in Gunskirchen, ab August im neuen, großen und sehr modernen Geschäft in Lambach. auna-ooe.at. Gasthaus Scheich in Wallern an der Trattnach. Dort, wo auch Motocrosser die wohl besten Back- und Brathändel des Universums genießen. scheich-wallern.at. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Wir sind dort, wo etwas los ist. So auch beim Motocross. regional-magazin.at. Ein Muss für alle Motocross-Freunde. 15. und 16. Juni 2019. Österreichische Motocross-Staatsmeisterschaft mit Oldtimer-Motocross-Rennen auf der WM-Strecke in Schwannenstadt. msv-schwannenstadt.at. An die 200 Motocrosserinnen und Motocrosser nehmen auch 2019 die doch etwas längere Anreise nach Brackenbach sehr gerne auf sich. Denn die Rundstrecke im Bayerischen Wald ist eine der beliebtesten im Rahmen der Oberösterreichischen Motocross-Landesmeisterschaft und im Oberösterreichischen Motocross-Cup. Wir haben, obwohl halt Erzberg ist und auch in Möckers ADAC Masters, wo ein paar von den Meisterschaftsfahrern fahren, wieder über 160 Starter. Also wir haben immer genug Fahrer da heraus, die Leute kommen gern. Es waren gestern beim Training schon fast 100 Leute da. Also man sieht es, die unseren fahren gern raus, weil es einfach eine gemütliche und klasse Partie ist. Sehr gerne fahren die Grauen Panthers hier in dem Bayerischen Wald. Großes Starterfeld, Ü40, Ü50. Ja, das ist heute das erste Mal, dass nicht in der Hoppe MX2 die meisten Starter sind, sondern bei den Old Boys 40 plus und 50 plus. Und das Überraschende, dass die Leute über 50 nur mehr sind. Also haben alleine 20 Starter, die über 50 Jahre alt sind. Und wir sind da 6 oder 37 Starter in der Old Boys Klasse. In dem Umfang hat es bis jetzt noch nie gegeben. Auch in der Umgebung von uns, das Interesse habe ich noch steigt. Und haben da einfach die Freunde dazu von dem ganzen Club und auch allgemein die Region. Nee, wenn ein Besonderes ist, dann geht man hin. Das ist ja normaler so, ne? Ja, also mir gefällt es da. Sie präparieren die Strecken gut, es ist eine gute Stimmung, Zuschauer sind da. Das gefreut einen da zu fahren und wir kommen immer wieder gerne her. Wir haben seit Jahren ein super Verhältnis, viele Trainierer immer da. Schauen wir immer, dass unsere Strecke in einem guten Zustand ist. Bewirtung haben wir immer da, jeden Samstag. Und ich glaube, ich trage mit dabei, dass einfach jeder zufrieden ist. Und wenn man zufrieden ist, fährt man gerne auch wieder hin, denke ich mir. Das wird der Grund sein. Also ich finde das sehr toll, dass sie wieder da sind. Wir haben jetzt auch dieses Jahr unser 10-Jähriges. Also der Helden ist jetzt schon 10 Jahre bei uns. Gefreut uns unbannte. Er kommt, man hört auch immer wieder nur Gutes. Sie kommen mit einer Freude daher. Haben da auch wieder super Wetter, also gefreut uns um, Martin, dass wir wieder alle da sind. Martin Löbel sitzt übrigens erst seit kurzem auf dem Chefsessel des MCC Brackenbach. Mein Name ist Martin Löbel, ich komme aus Brackenbach, gebürtig da. Habe jetzt dieses Jahr das erste Amtsjahr als neuer Vorstand. Habe von Marco alles Gute übergeben gekriegt. Also er hat sich da Mühe gegeben und hat mir super Listen angefertigt, alles drum und dran. Also ich muss sagen, super von ihm und bin super jetzt in Start gekommen. Nicht neu ist die Stimme, die aus dem Lautsprecher kommt und die beinahe unüberschaubare Motocross-Fanmenge entlang der Strecke am Laufenden hält. Und The Voice hat für die Motorsport-Fans einen sehr heißen Tipp auf Lager. Ja, wir haben tatsächlich im Pfingsten und den G-Cup in Fridolfing, auch wieder bayerisches Heimspiel, wie es so schön heißt. Also von der Seite her freut es mich auch. Da sind wir, glaube ich, zum 14. oder 15. Mal da, noch nicht ganz so lange wie der Oberösterreich-Cup. Aber letztendlich, das ist für mich natürlich der Einstieg damals gewesen in das Kommentatorenthema. Und hat sich tatsächlich jetzt bis hier herumgesprochen. Darum freut es mich, dass ich also dieses Jahr öfters Oberösterreich-Motocross-Cup machen kann. Da wir schon bei den Terminen sind, den nächsten Halt macht der Oberösterreichische Motocross Cup Tross am Sonntag, den 23. Juni in Leubes im niederösterreichischen Waldviertel. Eine Woche davor gibt's aber in Schwannenstadt einen absoluten Fixtermin für alle Motocross-Freunde.
Das ist auf der WM-Strecke in Schwalbenstadt. Am 15. und 16. Juni haben wir dann das Motocross. Am Samstag haben wir das Oldtimer-Motocross und Sonntag dann die österreichische Staatsmeisterschaft. Vor allen Dingen auch in der österreichischen Staatsmeisterschaft geht es relativ eng. Es dürften also wirklich spannende, lässige Rennen werden. Ich glaube auch, dass so ist die Oberösterreicher natürlich auch vorhin mitspielen. Ich glaube, dass das für uns interessant sein zu wird. Die Klassik auch eine eigene Geschichte? Klassik ist auch eine Geschichte, aber fast bei drei Klassen eigentlich fast die volle Stadtgatter. Stichwort volle Stadtgatter. Die Plätze hinter dieser Vorrichtung sind auch beim dritten Renntag zum Oberösterreichischen Motocross Cup 2019 rammelvoll. Etwa in der Klasse MX2, in der ja auch um Punkte in der Oberösterreichischen Motocross Landesmeisterschaft gefahren und gesprungen wird. Ein Mann ist an diesem Tag im ersten Umlauf für alle anderen zu schnell unterwegs. KTM-Pilot Christoph Zeintl vom HSV Wels feiert einen ungefährdeten Start-Zielsieg. Im zweiten Lauf läuft's für Zeintl nicht nach Wunsch und so heißt die Tageswertung in Brackenbach am Ende des Tages. Erster David Schadner, drei Zähler dahinter Lukas Brammer als Zweiter und weitere drei Punkte dahinter wird Nico Weißmann Tagesdritter. Die zweite Klasse, in der man sich den prestigeträchtigen Titel Oberösterreichischer Motocross-Landesmeister holen kann, ist die MX Open. In der schnellsten Kategorie wird natürlich der Gasgriff viel öfter benutzt als das Bremspedal. Und die Jungs, von denen sehr viele auch in der österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaft schnell und damit erfolgreich unterwegs sind, zeigen den Motocross-Fans bei ihren Rennen, was sie so alles drauf haben. Zum spektakulärsten gehören dabei ganz sicher die weiten Sprünge der Cracks. Da gebe es beim Skispringen wohl sehr oft die Traumnote 20. Dafür, dass es auch sehr, sehr spannend zugeht, dafür sorgt unter anderem auch Andreas Schmiedinger, der nach einer sehr cleveren Fahrt als Erster im ersten Umlauf die Ziellinie quert. Sehr spannend, freut mich, die Jugend fordert mich schon. Ich werde natürlich nicht jünger, aber das ist genau das Optimale für die Zuschauer und so soll es sein. Nach den zwei Rennen aller 15 Minuten plus zwei Runden steht dann Schmiede in Brackenbach auch in der Tageswertung am Podest ganz oben. Neben ihm steht als Tageszweiter Florian Badstuber, Christoph Zeintl als Dritter komplettiert das Stockerl. Damit jetzt zu den reinen Hobbyklassen bei der schon 34. Auflage des Oberösterreichischen Motocross Cup. Heuer neu im Programm ist die Kategorie Hobby MX Open. Und dass es auch bei den Amateuren um nichts spannender zugeht als bei den Halb- oder Vollprofis, das zeigt schon das erste Rennen an diesem Tag. Bei dem liefern sich die beiden MCC Bihernberg-Cracks Max Hochwallner und Marco Atzesberger einen Kampf auf Biegen und Brechen um die Führung. Stallorder gibt's da ganz sicher keine. Diesen clubinternen Fight entscheidet dann Atzesberger zugunsten von Hochwallner, denn der Yamaha-Treiber fährt seinem Kollegen auf der KTM etwas übermotiviert ins Hinterrad. Hochwallner übersteht diesen Angriff unbeschadet, Atzesberger dagegen muss in den Brackenbacher Sand beißen. In der Tageswertung wird Hochwallner dann noch von HSV-Legende Helihaus Leitner abgefangen, der Lauf 2 gewinnt. Tagesrang 3 in Brackenbach holt sich David Prade. Eine weitere sogenannte junge Klasse ist die 125er Zweitag, in der auch die jüngsten Cracks des Oberösterreich Motocross Cup auf ihren 85er Geräten ihr schon beachtliches Können zeigen. Einsame Klasse bei den 125ern ist Matthias Karl. Mit zweimal Rang 1 gibt's am Ende mit 50 Zählern das Punktemaximum für den Yamaha-Fahrer vom UNTC Langenlois. Bei den 85ern gewinnt Lauf 1 Christoph Junger vor Alexander Bogner. In Hit 2
ist diese Reihung dann genau umgekehrt. Wie vom Mr. Oberösterreich Cup Ernie Helten, der übrigens in Brackenbach, da dieser Renntag ja auf einen Sonntag fällt, wieder von seiner besseren Hälfte Susi tatkräftig unterstützt wird, schon angesprochen wurde, ist die Meute der Grauen Panther in unserem Lieblingsnachbarland Bayern in Sachen Starterzahl nicht zu schlagen. Gerade die über 40- und über 50-Jährigen haben mit und an dieser spektakulären Motorsportart ihren Mega-Spaß. In Brackenbach steigt auch der Boss dieser wohl größten österreichischen Motocross-Hobby-Rennserie wieder auf seine Yamaha. Ja, ein paar Runden mit Rollen geht schon und ja, zwischendurch einmal Rostpause eingelegt, weil wenn ich so lange nicht gefahren bin, muss man zwischendurch einmal ein wenig pausieren. Aber sonst geht schon wieder und macht Spaß. Der nach seinem Sturz zu Saisonbeginn wieder genesene, über 50-Jährige ist mit seiner Susi derzeit im Megastress. Denn von den beiden wird gerade der Helten Motorshop von Gunskirchen nach Lambach übersiedelt. Vielleicht steht in diesem neuen Top-Geschäft dann neben den Yamahas auch ein Gefährt, mit dem ein Cup-Neuling bei den Oldies für sehr viel Furore sorgt. Die kommt aus Amerika, San Francisco, das ist ein Alta MXR. Und kennt eigentlich hier drüben keiner, weil das ist eine ganz kleine Firma, die das gebaut hat. Und ich habe mir das dann importiert, wie ich es im Fernsehen gesehen habe, dass da einer mit Straight Rhythm mitgefahren ist, also diese großen Kilometer lang springen. Und da hat dann der einen dritten Platz gemacht. Und habe ich gesagt, boah, das ist jetzt das richtige Fahrwerk für mich. Und habe mir das besorgt, weil ich schon seit über 10 Jahren elektrisch fahre. Ich habe meinen Elektro-Motocross-Leihpark betrieben. Und da habe ich eine eigene Strecke und da darf ich natürlich nur elektrisch fahren. Und seit heuer, ich bin eigentlich noch nie Rennen gefahren, habe ich mir gedacht, jetzt probieren wir das mal aus in so einem Hobby-Cup. Und es funktioniert ganz gut. Heute gleich ein 4. Platz in der Old Boys-Klasse. Bin sehr zufrieden damit. Last but not least zu der Klasse, in der sich die wahren Amateure einstellig eingeben. In der Hobby MX2 freuen Damen und Herren, Banker, Maurer, Mechaniker, Büroangestellte und andere ihrem schnellen und schönen Vollgas-Hobby. Nichtsdestotrotz wird auch hier gefeitet, dass sich die Balken biegen. Das Wichtigste dabei ist allerdings, dass man unfallfrei seinen geliebten Freizeitsport bestreitet. Denn am nächsten Tag ruft er wieder die Arbeit. Apropos unfallfrei. Im bayerischen Brackenbach verbringen die Damen und Herren des Roten Kreuz einen sehr geruhsamen Tag. Denn die Aktiven geben zwar mächtig viel Gas, aber alles im Rahmen von Fairness und Weitblick. Und so fahren an die 200 Motocross-Sportlerinnen und Sportler am Abend gut gelaunt und gesund, vor allem aber mit dem Resümee, dass die Fahrt zum MTC Brackenbach wieder einmal die weite Anreise wert war, zurück in ihren bayerischen Heimatort, nach Oberösterreich oder in andere Regionen unserer Alpenrepublik. Am Ende unseres Berichtes der übliche Hinweis. Alle Ergebnisse, Meisterschaftsstände, viele Fotos und Videos findet man auf ooe-motocrosscup.at.